Willkommen zurück, meine lieben Leute. Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirt zurück zum Land 2019. Ja, richtig geraten. Was kommt sonst auf einem wunderschönen Kanal? Was anderes kommt ja seit langem bestimmt nicht mehr. Ich weiß es nicht. In letzter Zeit hatte ich ja keine Lust mehr gehabt. Das habe ich ja irgendwann mal erklärt gehabt. Und ja, wir sind erstmal hier und versuchen irgendwie gerade zu fahren. Der ist einfach nicht ausgelegt für den Anhänger. Können Sie mir sagen, was ihr wollt? Es leidet manchmal. Ja, deswegen ist es eigentlich richtig scheiße, das Ding. Hier, schon wieder. Ich drücke noch nicht mal irgendwie eine Kurvenfahrt oder sowas. Man macht es einfach. Das ist jetzt die letzte Fahrt von dieser Fracht hier. Und dann sind wir auch hiermit fertig. Und ich habe ungefähr zu dem Zeit gemerkt, wir sind abends um 12:08 und wir sind 1:1 echt Geschwindigkeit zum unterwegs. Deswegen dürfte es passen. Ich habe letzten Part schon gesagt, ich muss noch einiges in der Wohnung machen. Wollte eigentlich heute auch noch mal zocken, aber ich muss heute wieder etwas früh ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss. Also wirklich früh, ich muss um 3 aufstehen, um 4 war ich los. Also für Bäcker ist es eine normale Uhrzeit, für Bauern wahrscheinlich auch. Die arbeiten wahrscheinlich um die Uhrzeit teilweise noch, oder schon. Weil die machen ja eigentlich im Sommer machen sie alles, die arbeiten ihre ganzen Zeiten raus und im Winter macht es eigentlich gar nichts können. Also zwischen gar nichts machen, Leiharbeit machen und irgendwelche anderen Arbeiten, also die Trecker noch reparieren, warten eben, falls es Tiere gibt, sich um die Tiere zu kümmern. Ich wollte mich ja damals bewerben. Habe ich ja irgendwann mal schon mal gesagt gehabt. Vor langer Ewigkeit. Und deswegen habe ich so ein kleines bisschen die Ahnung davon. Aber irgendwie ein kleines bisschen. So. Wir sind hier am Kreisverkehr. Diesmal fahren wir hinten rein. Was ist denn da? Das ist einfach bloß ein leerer Tunnel. Okay. Ich überlege nämlich gerade, wo war denn das? War bei 17 war es gewesen, da war nämlich irgendwie Barken oder irgendwas aufgestellt, dass man ja nicht weiterfahren kann. Aber egal, wir sind jetzt bei LS19, laden die restliche Fracht hier ab. So, der hat fast einen vollen Korntank, kann mir eigentlich so gut wie egal sein. Weil er dürfte eigentlich alles schaffen und jetzt das restliche Geld geht noch bei uns. 1900. Naja, viel ist es nicht. Abgeschlossen 400 Zimmer gerade mal ab. Also haben wir insgesamt 1900, sind wir bei 1500, sind wir bei 9000 ungefähr eingenommen. 9000 irgendwas. Ist nicht gerade wenig. Wir können auch mal Baumwolle machen. Kleines Feld Baumwolle. Können wir mal machen. Das wäre mal wieder was ganz Neues. Baumwolle haben wir bis jetzt nie gemacht. Und gibt es auch nur jetzt einmal. Deswegen würde ich sagen, für 3000 ist es auch nicht viel. Geld ausleihen. Feld 23. Okay, da ist nämlich gleich fertig. Ist nur die Frage, wo ist ein Feld 23 jetzt? Feld 23 ist das hier, das Schiefe. Dann machen wir zum ersten Mal. Also ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich habe schon im Multiplayer das gemacht. Zum ersten Mal machen wir hier jetzt Baumwolle. Also weit, dass wir wirklich jetzt Baumwolle mal testen. Und dann können wir nämlich auch gleich noch die meine Fracht wegfahren. Mein Geld, mein Money. Genau. Feld 23, das ist ja schon da oben. Schon nicht so weit weg, passt wunderbar. Was ich mir auch Gedanken mache, ich habe ja damals extrem, ich habe wirklich viel gezockt. Und jetzt, wenn ich mich jetzt angucke, also PC gezockt, ich wollte sonst was haben für PCs aufgebaut, um von Leistung und ist ja gar nicht die Rede.
rüber sitzen noch. Dass wir vielleicht mal wirklich die volle Breite ausnutzen. So, dann können wir nämlich, wie gesagt, gleich unser Geld wegfahren. Ich würde sagen, passt so ungefähr. Los geht's. Da fährt nämlich jetzt hier hoch. Hier hinten kommt nämlich dann am Ende ein ganzer Klumpen raus an... Hat's noch so... Ach nee, es fliegt doch alles rein. Okay. Aha. Ich weiß nicht, ob ich hier einmal fahre oder zweimal oder sonst was. Den kann man ja eigentlich noch stehen lassen. Den können wir mal rüberfahren. Wo ich glaube, mehr, dass wir im nächsten Part wegfahren. Wir werden noch den anderen Transporter rüberfahren. Wir werden dann noch die Preise vergleichen. Genau. Und dann können wir nämlich das Zeug wegfahren. Mit unserem Fiat wahrscheinlich, weil der als erstes fertig ist. Haben wir eigentlich noch irgendwie... das hier, ja. Wir fahren im Moment das hier. Also wir haben noch 10.000 im Silo. 1.119 ist das meiste Bahnhofstation Mühle. Ne, 1.700. Jetzt habe ich fast richtig viel Geld weggeschmissen. So, der ist fertig. Da können wir nämlich im nächsten Part für 1.700 können wir uns nämlich Zeug holen. Das ist schon nicht schlecht. Bringt uns schon genug Geld ein. Dann werden wir den hier noch ganz schnell rüberfahren hier. In der CB. Steht immer noch auf N. Okay. Also die Anzeige ist auch ein... Ist mir schon klar, dass nicht alles geht, aber... Wenn ihr guckt, hier ist ja das N. Das hätte man auch noch vielleicht ändern können. Das ist ja neutral, das ist ja dann also Automatikfahrzeug. Und da hätte man auch nur ein D reinmachen können oder ändern können, D, R und sowas. Dann hätte ich mich auch wohl gefunden. Das hätte mir auch vollkommen gereicht. Da ist der schnell. Da würde ich sagen. Wenn euch da ganz bad gefallen, gibt nur noch einen Runden. Schreibt in den Kommentar, ob mehr davon sehen oder auch nicht. Und dann müssen wir uns mal direkt wenn sie. Ciao, ciao. I'm Jonas, I'm from Hamburg and I'm 23 years old.